Moinsen Leute, willkommen zurück zu Mario Tennis Aces Folge 4 hier auf meinem Kanal. Freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich stehe noch am Schneebergbahnhof, den ich allerdings schon abgeschlossen habe, deswegen kann ich auch direkt weiterreisen zur nächsten Station, zum Schneeberg. Hier ist auch schon wieder Endstation. Komisch, der Zug fährt wohl nicht weiter hinauf. Lass uns fragen, was los ist. Ja, ist echt komisch. Entschuldigung, der Zug ist stehen geblieben. Ist alles in Ordnung? Oh, das ist eine unglaubliche Sache. Genaues wissen wir nicht, aber irgendetwas scheint da oben im Gange zu sein. Deshalb wollen wir erstmal abwarten, wie sich die Lage weiterentwickelt. Okay, ich merke gleich, dass die gleiche Stimme bei Toad und dem Pinguin ist, egal. Hey, versucht ihr beide auf den Schneeberggipfel zu gelangen? Wow. Ein Scheigei, nur keine Panik. Keine Panik! Das soll ja wohl heißen. Wird das wohl ja heißen? Hört mal, wenn mich einer von euch in einer Partie Tennis schlägt, erzähle ich, was auf dem Schneeberggipfel vor sich geht. Alles klar. Gebombt. Tja, solange wir die Sache nicht regeln, fährt wohl ja auch der Zug nicht. Also haben wir nur eine Wahl. Du musst diesen Scheigei besiegen. Auch komisch, wie die alle ein Tennismatch immer wollen. Klar, es ist Mario Tennis, muss halt so sein, ne? 1 gegen 1 heißt die Herausforderung. Behalte die Reisenden gut im Auge und besiege Scheigei. Ja, hier ist nämlich jetzt ein kleiner Trick bei, also wie in der Villa der Illusora mit den Spiegeln. Hier will gleich jede Menge Gegner über den Platz laufen. Da seht ihr schon die Koopa, wie die da angelaufen kommen, die Scheigei. Die Scheigei können halt die Bälle auch zurückschlagen. So, zack. Aber ist da alles kein Problem. Ich hab auch den Spiegelschläger, fällt mir gerade ein. Muss ich nochmal ändern. Ja, ich mach's mir gerade einfacher, als es sein müsste, weil der Schläger besser ist als der normale Schläger. Ich will's ja dann doch noch ein bisschen schwieriger haben, als es gerade ist. So, Seitenwechsel. Scheigei hat Aufschlag. Ach, ich kann ja noch einen K.O. erzielen. Stimmt. Boah, der hat auch schon 3 Schläger, ey. Krass. Kann ich, glaube ich, lieber so schnell runterspielen. Verdammt. Zack. Weg ist er, der Ball. Ausgeloppt. Haha. Der Scheigei. Hat sich auch immer auf den Boden wälzt, der Idiot. Wenn er den Ball verloren hat. Da, jetzt pass auf. Seht das? Satzball schon. Ach komm, egal jetzt. Ich hau jetzt einen Spezialschlag raus. Da ist schon mal ein Schläger kaputt. Kaputt. K.O. sag ich schon. K.O. ist ja nach 2 weiteren Schlägern erst. So, zack, gewonnen. Ersten Satz. Das Match noch nicht. Boah, den hat er noch rausgeholt. Geil. Ey, scheiß Gumba. Boah, habt ihr. Ey, der arme Gumba, ey, der hat einfach den Ball so richtig in die Fresse gekriegt. Der kann gar nichts, der Scheiger gerade, ey. Ich habe ja schon oft genug gesagt, das ist eher so ein Trainingsmodus für den Online-Modus an sich. Also für mich zumindest. Ach komm, Junge. Willst du mich nicht verarschen? Gibt's direkt den nächsten kaputten Schläger. Zack. Einer noch. Vielleicht hat er doch noch was. Mit K.O. Ja, das könnte echt auch sein. Oh, das Spiel habe ich trotzdem gewonnen, aber gut. Jetzt habe ich noch mindestens 4 Punkte. Oder muss ich schon 3 gewinnen, mindestens? Nee, ist doch noch Best of 3, oder? 2 Gewinnsätze. Ich habe doch nicht darauf geachtet, wie viel ich jetzt wirklich brauche. Ja, Ende im Gelände. Denke ich mal. Ich spiele trotzdem nicht zu weit weg. Ja, K.O. Geht doch. Boah, in der Demo habe ich damals auch echt gerne einfach mal K.O.-Sieg rausgehauen. Das ist, würde ich jetzt sagen, im Online-Modus schon schwieriger geworden. Kommt natürlich auch auf die Gegner an, aber mittlerweile haben die meisten das doch drauf. Würde ich behaupten. So, Level 14 schon. Ja, das ist mir eigentlich so weit von egal, welcher Wetter steigt. Am liebsten, wie gesagt, gar keine Steigerung. Einfach auf Level 1 weiter zocken. Verflixt! Gegen so hohe Tenniskunst bringt es auch nichts, wenn man seine Hilfe allein hat.
Du Scheißschummler. Schweigein, nun also zu deinem Versprechen. Was tut sich da auf dem Gipfel des Schneebergs? Da oben ist eine Art Ausgrabungsstätte. Ich habe da eine schöne Schatztruhe gesehen, aber wegen eines Schneesturms musste ich leider abhauen. Eine Schatztruhe? Da muss der nächste Machtstrein drin sein. Schnell, Mario, auf zum Gipfel. Okay. Aber seid vorsichtig. Einer meiner Artgenossen hat mir berichtet, dass er dort während eines Schneesturms einen Eisgolem gesehen hat. Der Boss. Ein Eisgolem? Das klingt ja abscheulich. Finde ich auch. Da ja auch der Plan, den Zug zu entführen und gemeinsam die anderen aus dem Eis zu befreien. Scheigeist halten schließlich zusammen. Okay, das mit der Intention, den Zug zu entführen, ist eigentlich löblich. Ihr scheint mir gut gerüstet zu sein. Könntet ihr euch auf dem Gipfel genauer umsehen? Bitte! Na klar. Wenn du so lieb fragst. Kleiner Drecksack. Ich bin ja mal gespannt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das noch in diesem Part alles schaffe, auch dieses Gebiet abzuschließen. Aber wenn es halt so weitergeht wie in den vorigen Parts, dann bestimmt. Ich glaube, von den Herausforderungen, also anzahlmäßig ändert sich doch, glaube ich, gar nichts. So, wo sind wir jetzt hier? Am Bahnhofsvorplatz. Mario, auf dem Bahnhofsvorplatz trainieren ein paar Steigers Tennis. Mario, Toad, ihr kommt wie gerufen. Ich hätte nämlich eine Bitte. Wir Steigers möchten uns so stark verbessern, dass wir unseren Kameraden helfen können. Mario, du bist ein richtig guter Spieler. Wir würden deine Technik gerne aus nächster Nähe studieren. Ah, ich muss die da von den Kisten hauen, oder was? Ach nee, nicht Quatsch, ich muss Bälle zurückschlagen. Das war nicht zu viel verlangt, oder? Prima, vielen Dank. Du musst einfach nur die Bälle zurückschlagen, die in deine Hälfte geflogen kommen. Es war so, dass ich sie unmöglich erreichen kann. Ach, sowas wieder. Wie mit Spike, glaube ich, war es. Den Ball nicht erwischt oder so schlecht platziert, dass ich ihn zurückschlagen kann, werte ich das als Fehlversuch. Alles klar. Also legen wir los. Spiele 25 Bälle, an die ich nicht daran komme. Und denk dran, beim dritten Fehlversuch ist Schicht im Schacht. Keine Sorge, du wirst staunen, wie gut Mario mittlerweile geworden ist. Ich habe den Schläger noch nicht gewechselt, warte mal. Einmal abbrechen, das kann ich ja gleich skippen. Weil ich jetzt möchte ich den Schläger doch wieder wechseln. So, rüber da. Du da, ganz rüber. So, und zurück. So. Ich muss vielleicht das so... Ja, komm, skippen. Kann ich das noch nicht skippen? Okay, schade. Ah, dann skippe ich das jetzt noch so. Ich habe eben erst vorgelesen. Ich glaube, ihr hört meinen Controller, ne, ganz laut. Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass der gerade echt laut zu hören war, wie ich auf die Tasten geschlagen habe. Ja, auf geht's. Perfekte Schläge für Fortgeschrittene. Schlage 25 Winner. Maximal 2 Fehlversuche, okay. Hier mit euren Bällen, ihr Säcke. Und oh, der ist schon besser auf jeden Fall. Ich denke immer die ganze Zeit, der kommt da fast dran, der Typ. So, lob. Voll aufgeladen. Schon kommt er nicht ran. Ey, den kriegt der sogar. Was ist das denn für eine Verarsche? Vielleicht hätte ein Stoppball besser ausgesehen. So, den kriegt er nicht. Den auch nicht. So, ein Lob drüber. Dann kriegt er den nämlich auch nicht. Oh, fast hätte er den doch noch gekriegt. Tschüss. Hehe. So, tschüss. 12 noch. Stoppball bringt's, okay. Muss ich Stoppball machen. Okay, irgendwie, wenn der so mittig steht, dann muss ich wahrscheinlich echt einen Zielschlag raushauen. Wenn der Ball, vor allem, wenn der Ball so geflogen kommt schon. Okay, ich dachte schon, den kriegt er jetzt. Tschüss. Wow. Ich weiß manchmal gar nicht, ob die mir so ein bisschen vorgeben, was ich machen soll. Wenn da so ein Stoppball angeflogen kommt von denen. Vielleicht auch einfach Stoppball machen sollte. Den kriegt er nicht. Da steht er wieder mittig. Okay, da muss ich nämlich wieder... Da kommt er wahrscheinlich sonst nämlich zu leicht dran. Verdammt, Fehlversuch. Ball gar nicht zurückgeschlagen, so einer noch, komm. Geschafft.
Ah, mit dem letzten Fehlversuch, ey. Mit dem letzten Versuch, ey. Gibt's doch gar nicht. Ja, gut, die Herausforderungen werden in dem Sinne länger, weil ich halt mehr Bälle zurückschlagen muss und die schwieriger werden, die Aufgaben, so ein bisschen. Mal gucken, ob ich das Schneegebiet hier auch noch abschließen kann in der Folge. Wenn nicht, gibt's halt nächste Folge noch, ist ja egal. So eilig habe ich es dann doch nicht. Spitzenmäßig, Mario. Wusste ich doch, dass du uns weiterhelfen kannst, Mario. Wir haben viel von dir genommen und sind jetzt hochmotiviert, deinem Können nachzueifern. Der Schallgeil. Schneebergflanke. Was ist denn hier wieder los? Oh. Mario, gibt es auch einen Tennistrainingsplatz? Unser Glück kennt ja wirklich keine Grenzen. Auf dem Platz aufgestellte Tafeln umzuhauen ist wirklich eine tolle Methode, um schön präzise Schläge zu üben. Ah, was steht denn da auf dem Schild da? Hier gilt es, die aufgestellten Tafeln mit gezielten Tennisschlägen innerhalb des Zeitlimits umzuschießen. Wer dabei Zielpunktzahl erreicht, erhält eine fantastische Belohnung, den Eisschläger. Ist das schon die vorletzte Herausforderung oder was? Mario, hier kannst du zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, trainieren und einen neuen Schläger ergattern. Sehr geil. Na, was willst du doch wohl ausprobieren, oder? Na klar. Mario hat auch irgendwie nur 4 Animationen. Yep. Come on. Und dann dieses Umgucken. Da darf man doch mal was sieht. So, Tafel schießen mit Fortgeschrittene. 800 Punkte innerhalb des Zeitlimits. Klacks. Hey. Ein Zielschlag, Mann. Ey, ach so, ich hab nicht genug Energie. Für den Zielschlag, stimmt. Ich muss erstmal Energie sammeln hier. Nur jetzt aber. Oh verdammt. Der war blöd. Ich hab jetzt schon ein Viertel der Punkte und die Zeit ist gerade mal. Ich war bei 180 Sekunden, glaube ich, ne? Oh, ein Bowser-Ding, Bowser-Tafel. So, weg mit der Tafel da. Hä? Was hat denn jetzt? Komm, nochmal direkt. Geht doch. Zack. Oh, warte mal. So. Und, oh Mann, ich hab grad da das Schild hauen genommen. Bam. Das war nicht so clever. Alle weg mit euch. Zack, geschafft. 60 Sekunden, also 59 Sekunden noch übrig. Geil. Und Level 16. Was wird diesmal besser? Das Lauftempo. Ey, es war fast voll, das Lauftempo. Gibt's ja gar nicht. Also das will ich übrigens nicht alles voll machen. So lange hochleveln, bis der alles voll hat. Definitiv nicht. Das passiert nur, wenn ich das brauche. Also wenn ich halt so lange verkacken sollte. Was da, glaube ich, nicht der Fall sein wird. Weil ich das dann unbedingt haben müsste, aber nee. Gewonnen. Hervorragend, Mario. Jetzt kannst du den Eisschläger einfordern. Die Belohnung hast du dir verdient. Yes, neuer Tennisschläger. Sehr geil. Schon der vierte. Den gucken wir uns auch direkt einmal an, weil ich den eh wechseln muss. So, jetzt sieht man schon ein bisschen mehr von der Insel mittlerweile übrigens. Da bin ich gerade gar nicht drauf eingegangen. Und man sieht auch schon, dass da noch ein paar Gebiete kommen. Also ja, der hat ja eh am Anfang alle genannt, alle 5 Gebiete oder alle 6. Die man besuchen muss. So, das ist der Eisschläger. Der hier, der kommt noch ganz rechts. Ja, ich wahrscheinlich eh nicht mehr. Wenn ich jetzt echt beim normalen Schläger bleibe, eh nicht mehr einsetzen. Sind wir denn schon oben jetzt? Da kommt da noch eine Aufgabe vorher. Ne, schon Boss-Time. Guck mal. Schneeberg-Gipfel. Der Gipfel des Schneebergs. Ob hier wirklich ein Machtstein ist? Oder ein Eisgolem? Plätzchen könnte ich ja gut verzichten.
Lass uns die Lage ausloten, aber Vorsicht ist das alleroberste Gebot. Come on! Auf geht's, Gipfelgolem. Siege innerhalb des Zeitnehmens den Boss des Schneebergs. Oh. Oh. Ja, ich könnte es überspringen, mache ich aber natürlich nicht. Da ist die Schatztruhe eingeschlossen im Eis. Und hier ist der Golem. Erinnert mich total an einen Bossgegner aus Super Mario 64. Da war er nur in der Pyramide. In der Wubiwaba-Wüste, oder wie die hieß. Da taucht er für Bälle zurück. Alter, will er mich verarschen? Ich kann gar keine Energie aufbauen, Mann. Ey, scheiße. Oh, der Schläger ist im Arsch. Mist. Junge, will er mich verarschen? Ey. Ich verkacke hier gerade voll gegen. Ich glaube, das war auch so ein Gegner, gegen den ich habe ich das erste Match auch verkackt. Piss dich, Mann. Ich will das Auge da treffen. Bam! Erstes Herz weg. Zack, Energie wieder voll. Oh, verdammt. Das war ein bisschen zu früh. Zack, Säcke. Zack. Na komm, wie der immer hinschlägt, ey. Gut, ich hab die Trickschläge. Die brauche ich wahrscheinlich da auch, aber... Ja, komm. Scheiße, ist früh. Haha. Oh, scheiße. Er macht wieder so einen. Oh, schon wieder einen, ey. Zack, erster Weg. Ey, was? Nochmal im Weg? Tschüss, hab ich gesagt. Bam! Und zweites Herz weg. Geht schon noch. Ich mach mir keine Sorgen. Ich hab gesehen, dass der ein Schläger im Arsch ist. Ich glaube, die kriegt gleich wieder. Ist der Standardschläger gewesen. So. Energie ist voll. So, wie lange noch, Mann? Komm, gib mir noch ein paar Bälle. Ey, der Sack hat einen Lob rausgehauen. Der hat mich ja voll verarscht. Au, ey. Und trägt nochmal 5 Sekunden weg. Oh Mann, das wird doch noch spannend. Alter! Er hat den Ball nicht gekriegt, geil. Wusste ich gar nicht, dass das geht. Ich muss dagegen laufen, nicht zurück. Ey! Mann, ist das fies, ey. Ey, nur 50 Sekunden, scheiße. Mann! Scheiß drauf. Schläger ist noch heile. Noch. Der ist auch wieder fast weg, der Schläger. So, jetzt krieg ich dich auch. Ach so. Mann! Geh nochmal in den Weg, du Drecksack. Verpiss dich da. Tschüss. Doch beim ersten Versuch geschafft noch. Mit einem kaputten Schläger zwar, aber ist mir jetzt auch egal. Ich glaube, ich krieg den Ich meine, ich hab das so frisch beim Level, da kriegt man die wieder. Ich sehe es ja gleich. Also ich hab ihn unten noch in der Leiste. Oder wieder, ich weiß es ja nicht. Oh Mann, ey, mein Ziel war ja, alle Schläger zu behalten. Ich dachte, der jetzt doch weg ist, der Schläger. Wo man den ja nicht nochmal neu holen kann. Geschafft, Mario, die Eissäulen schmelzen.
Die Scheigers, die festgesessen hatten, sind frei und wir haben uns die Schatztruhe geschnappt. Du hast den dritten Machtstein erhalten. Jawollo. 3 von 5. Viel fehlt nicht mehr. Jetzt haben wir schon 3 Machtsteine. Fehlen nur noch 2. Klasse. Ich weiß gar nicht, wo ist denn jetzt der nächste Machtstein? Ist der auf offener See? So, da geht's dann weiter. Der Weg. Okay, da ist der nächste Steg, das heißt, ich kann da wieder... Oh! Das sieht nach Wario und Waluigi. Oder nach einem von den beiden, zumindest. Mit dem Luftschiff. Was wollen die von mir? Haut ab! Da muss ich die jetzt verfolgen. Hast du das gesehen? Das ist das Luftschiff, mit dem wir auf diese Insel gelandet sind. Ich wette, Luigi und die anderen sind da drin. Da bin ich mir sogar vollkommen sicher, das ist gar nicht gut. Das Luftschiff ist Richtung Meer unterwegs. Die müssen es auf den nächsten Machtschein abgesehen haben. Da müssen wir uns beeilen, damit sie nicht vor uns da sind. Ja, ich wollte sagen, die müssen ja auch mal irgendwann kommen. Kann nicht sein, dass wir immer als erstes da ankommen und von denen nichts zu sehen ist. So, jetzt erstmal wieder mit dem Schiff. So, kann ich schon weiterfahren oder? Nee. Stehen bleiben, Fremde. Das rieche ich doch auf Kilometer gegen den Wind, wenn jemand nicht von hier ist. Was treibt ihr denn hier? Hallo, Entschuldigung, aber erkennst du es nicht mehr? Wir haben uns doch im Wald gesehen. Ah, da habt ihr wohl meinen kleinen Bruder kennengelernt. Ich weiß, wir ähneln uns sehr. Dieses Schiff gehört jedenfalls uns beiden. Aha, und wäre es vielleicht möglich, dass du uns auf die See hinausfährst? Als Fremde seid ihr wohl mit der See nicht vertraut, was? Da draußen wütet ein Sturm. Es wäre total verrückt, da jetzt hinauszufahren. Ach, ein alter Seebär wie du lässt sich doch davon wohl nicht abschrecken, oder? Bitte, wir müssen vor Luigi und den anderen den nächsten Machtstein finden. Oh, was? Ich habe keine Ahnung, was ein Machtstein und wer Luigi ist, aber auf dem Meer treiben Seeungeheuer ihr Unwesen. Da draußen ist es zu gefährlich, auch für alte Seebären. Das ist ein Seeschildkröte oder nicht? Können wir. Gut, klar, man nennt halt Seebären, das ist halt ein Begriff, der üblich ist. Aber ist ja kein Bär, der Cooper. Hallo? Es gibt Gerüchte über einen alten, versunkenen Schatz. Sowas lockt die Viecher an. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Ein boshaftes Seeungeheuer soll den Schatz bewachen. Angeblich versinkte Schiffe, die sich ihm nähern, mit Hilfe riesiger Wasserströme. Wer sich mit diesem Monster anlegt, hat gute Aussichten, in dessen Bauch zu landen. Ein alter, versunkener Schatz? Das muss doch der Machtstein sein. Luigi und die anderen versuchen bestimmt, ihn sich zu schnappen. Hör mal, dieses Seeungeheuer werden wir schon ewig klein kriegen. Also bitte, bitte, fahr uns mit deinem Schiff da raus. Ich meine, das ist wirklich ernst, was? Wenn ihr euch eurer Sache so sicher seid, wenn es zu gefährlich wird, drehe ich um. Alles klar, wir haben jetzt ein neues Schiff. Ich glaube, meine Aufgabe geht noch, oder? Bucht der wilden See, was kommt denn hier? Holla, was für ein Sturm. Ein Blooper. Ein Blooper, der soll das Seeungeheuer sein? Wie dem auch sein, Mario. Du musst dieses Wesen besiegen. Kein Problem. Zwei Sätze wieder pro Spiel. Nee, Spiele pro Satz 2, Sätze pro Match 3, also muss ich wieder 2 gewinnen. Besiege Blooper in einem Tennismatch, das quasi Seeungeheuer. So, auf geht's. Blooper ist ja auch wieder ein trickreicher Charakter, das heißt, das könnte wieder ein bisschen asozial werden, vor allem auch mit der Map hier. Mit dem Mast halt. Scheiße. Sackgesicht. Gut, wenn der Stern kommt, ist es einfach. Da weiß ich ja, wo der Ball hinfliegt. Aber, ja, ohne Mast wäre einfacher, den Ball einzuschätzen, wo der landet. Da, das meine ich. Scheiße. Zu nah dran für den Trickschlag. Alter! Voll am Mast vorbeigehauen. Alter, jetzt kommt der, dreht der richtig auf, der kleine Sack. Der Mast kann natürlich auch manchmal so einen Ball stoppen, ne? Ja, den krieg ich schon noch. So, zack, zweiter Punkt. Blooper, Mann, ey, ich mach dich platt. Spezialschlag. Hat auch schon 4 Schläger, das gibt's doch nicht, ey. Jetzt noch 3. Also irgendwann lohnt es sich nicht mehr, die Schläger kaputt zu hauen oder auf K.O. zu spielen. Da bin ich schneller mit einem normalen Sieg. Oh, zu spät draufgeschlagen. Scheiße. Der ist durchgeflutscht. Der ist auch hier stürmt, ne? Geile Kulisse auf jeden Fall, muss ich sagen. Muss ich zugeben. So, erstes Spiel gewonnen. Fehlen noch 3.
hat er mich ein bisschen outplayed. Ja, mit Energie geht alles. Ach, verdammt zu früh. Punkt. Da habe ich vielleicht die Leiste abgezogen. Der Schläger ist ja scheiße, ich weiß, aber. Im normalen Spiel ist halt echt immer nur so einer von den drei Balken, die man da sieht, weg. Die einfach so ein Dreiviertel. Also mit dem nächsten ist der Schläger wieder im Arsch. Vorher mache ich aber seinen kaputt. Seinen nächsten. So, und tschüss. Da waren es nur noch zwei. Noch keinen Satz gewonnen. Vielleicht geht's doch mit dem K.O. schneller nochmal. Oh. Scheiße. So, du hast verkackt, Super. Spiel und Satz. Game and Set, Mario. Ich weiß schon, die Folge wird ein bisschen länger als üblich. Aber ich will das Match jetzt hier noch hinter mich bringen. Mann, der ist aber auch flink, ne? Der kleine Sack. War schon wieder vorbei. Gibt's doch gar nicht. Warum bin ich denn so schlecht gerade? Ey, der haut schon wieder einen Spezial-T-Shirt raus, Mann. Der kleine Drecksack. Jetzt verzieh dich, Mann. So, zack, noch ein Punkt. Mit dem nächsten Schlag gibt es auf jeden Fall. Mit dem nächsten Punkt werde ich definitiv, denke ich mal. Vielleicht auch einen Schläger noch kaputt machen. Das wäre echt geil. So, zack. Ach, verdammt, ich krieg den nicht. Schade, okay. Dann spiele ich jetzt aber nicht auf K.O. Komm mit dem Ball, Mann. Der ist schon echt besser, der Blooper. Das sind die bisherigen Gegner. Jawohl, Return Winner. Geil. Scheiße, er hat seine Rund wieder ein Zielstock raus. Boah, echt, das ist mies. Er holt gegen den Mast, der kleine Sack. Das kann ich auch machen, ne? Zack, Return Winner. Matchball, jawohl. Und gewonnen. Gut. Hey, warum geht's nicht weiter, weil ich drücken muss? Sorry, Leute. So, Level 18 erreicht. Vier Tennisschläger noch im Petto. Und den Mächtigen. Das Mächtigen Seeunger ja besiegt. Du hast es geschafft. Der Sturm hat sich zwar nicht gelegt, aber es ist gut zu wissen, dass du uns vor Blooper-Gefahren schützen kannst. Apropos, machen wir uns mal auf die Suche nach dem Blooper, der den Machtstein bewacht. Auf einmal wissen die, dass es ein Blooper ist oder was? Naja, ich würde sagen, aber an der Stelle mache ich hier Schluss. Bevor ich jetzt zur nächsten Herausforderung rüberfahre, wird es dann hier an der Stelle weitergehen. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da und abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts weiteres verpasst. Sei es jetzt Mario Tennis oder ein anderes Projekt, das also die folgenden Projekte. Schaut euch doch gerne auf meinem Kanal um und guckt euch die anderen Let's Plays an, würde ich mich sehr darüber freuen. Und ansonsten euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Ö, euer Basukasu.